Und jetzt willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter mit einer weiteren Nebensquest, weil ja, für eine Hauptmission ist es gerade noch ein bisschen zu früh. Was haben wir denn hier überhaupt? Ach, das war das Lager, okay. Wir wollen natürlich noch eine weitere Nebenquest machen. Wir müssen Level 5 erreichen. Haben wir eine Frage, falsche Orakel? Ja, das falsche Orakel ist klar. Finde, töte Medunamun, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Das machen wir aber dann als nächstes erst, wenn wir dann eine Nebenquest haben. Eine Nebenquest mal gemacht haben. Wo sind, bin ich jetzt gerade? Da bin ich gerade. Ist es das hier? Siva, okay. Das Eisenschmieden. Jo, schmieden wir heute mal Eisen. Auf geht's. Ja, warum ich gerade ein bisschen Nebenquest mache, hat den folgenden Grund. Wie gesagt, wir brauchen die paar Erfahrungspunkte, um Level 5 zu erreichen, sonst ist der Gegner für uns zu stark. Also ist das halt genau. Warte mal, muss ich da jetzt überhaupt durch? Ne, ich muss jetzt nur in der. Okay, hier, alles gut. Ich glaube, ich kann das Lager mehr oder weniger hier durch. Ja, durch. Durchqueren. So, da war der Gedanke dahinter. Also, in der letzten Folge haben wir der Heinerin geholfen. Heute schmieden wir mal ein bisschen Eisen. Vermutlich machen wir danach noch eine weitere Quest, aber wir wissen es halt noch nicht. Schauen wir mal, ey. Für die Leute, die sich jetzt gerade wundern, warum ich mich ein bisschen verschnupft anhöre, ich habe hier gerade absolute Heuschnupfenallergie. Ist absolut jetzt gerade die Hochzeit. Seht es mir gerade ein bisschen nach. So. Da sind wir schon. Unser Magi, du bist zurück. Ja, ja. Was ist mit deiner Schmiede geschehen? Diese verdammten Soldaten. Ptolemäus Hauptmann sah, wie ich ein Schwert hergestellt habe und warf mir vor, ein Rebell zu sein. Er lag nicht falsch. Sie haben meine Werkzeuge beschlagnahmt. Und wir müssen wieder zurückholen, was? Ganz Siva braucht einen Schmied. Sogar ich. Ich kann dir nicht helfen, Bayek. Nicht bevor ich Hammer und Zange zurück habe. Und ich muss mir diesen hässlichen Esel von Hauptmann vom Hals schaffen. Ist dieser Hauptmann irgendwo, wo ich ihn finden kann? Am Fuße der Berge westlich von hier. Im Chitche-Lager. Na geil. Ich hole diese Werkzeuge zurück und kümmere mich um den Hauptmann. Winnipeg sagte, die Werkzeuge sind im Chitche-Lager. Und der Hauptmann, der dahinter steckt, ist auch im Chitche-Lager. So. Finde, beschaffe Winnipegs Werkzeuge und töte und finde und töte den Hauptmann. Na dann. Auf geht's. Ptolemäus. Er hat uns allen großes Leid gebracht. Das will ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, ist mir das gerade egal. Warte mal. Super, dass ich jetzt gerade deswegen genau nicht mehr weiß, wo ich lang muss. Gut. Also. Wie sagt ihr denn keine. Wie hast du denn jetzt keine Dings eingegeben? Also du hast jetzt hier nur. Ja, super. Okay. Kurz gucken. Da ist irgendwas lokalisiert worden. Da sind wahrscheinlich die Werkzeuge drin, ne? Auf jeden Fall einzelne Teile. So wichtig. Verteidigt.
So Level 1er. Treffer versenkt. Gut. Dann habe ich jetzt mindestens mein Ziel erreicht, gefunden. Und dann gehen wir die ganze Geschosse mal einfach ran, eh? So, die Frage ist, wie viel ist denn das an Feindenpräsenz? Selbst wenn es nicht so viele sind. Ja, so ein paar sind es doch. Ein paar sind das. Aber selbst wenn das, wir sind Level 4. Alles ist mittlerweile. So. Kriege ich doch nie. Warte, ich überlege gerade, wie gehen wir das ganze Ding jetzt an? Wie gehen wir die ganze Chose an? Nochmal, das ist nur eine Nebenquest, ne? Ja, welcher Vorteil, dass ich hier ein bisschen, bisschen oh, das war keine Absicht. Ja, super. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Das ist für meinen Freund. So. Hey, dann stirb! Dafür lasse ich dich leiden. Tschüss. Oder nicht? Also den Hauptmann haben wir schon mal. Da ist gar nichts. Hey, warte! Stirb, du Wurm! Soll sie kommen? Gesundheit. Ich glaube so. Ja, kommt doch alle her. Ist mir kein Problem. Boah, voila. Meinst du aber auch nur? Meine Güte, ist aber gut jetzt hier. Ja, Verstärkung kommt natürlich jetzt auch, ne? Was du bist, ey. Jetzt gesehen, jetzt hier, Jungs. Ah, eigentlich kein Problem, ne? Yeah!
Eieiei. Jetzt habe ich dich. So, gute Nacht. Mein Gott, ey. So, eine schwere Keule, Alter. Haben wir jetzt noch irgendwas, was jetzt uns gerade ein bisschen provozieren kann? Ich komme gerade wegen einem Bogen. Warte mal. Ich finde den Bogen jetzt nicht so toll. Okay, weniger. Brauchst du schon, ne. Aha. So, okay. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe zu haben. Jetzt holen wir uns die Werkzeuge zurück. Warte mal, blöd mal hier kurz. Winnipis Werkzeuge. Ja, aber ja. Das ist alles. Winnipi wird sich freuen, das zu hören. So, kehre zur Winnipi zurück. Moin, moin, ich bin wieder zu Hause. Warte mal, zerstöre die Karte, die Statue, ne? Hey, die Statue wurde zerstört, aber nicht der Mann, dem sie gewidmet war. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Das hat so auch nur du. Verliert euch von mir heute. Schnell. Meine Güte, ist gut jetzt. So, die. Haben wir mal kurz eine Eule drauf. Haben wir kurz mal die Aufgabe gemacht hier. Wir sollen aber kurz zum Spiel zurückgehen und deine Werkzeuge abliefern wieder. Wie ist das gelaufen? Ich habe alles. Hier ist dein Werkzeug. Dieser Hauptmann taucht hier nicht mehr auf. Endlich kann ich meinen Laden wieder öffnen. Ich danke dir. Gern geschehen. Diese Waffen hier hatte ich vor den Soldaten versteckt. Bitte, such dir doch eine aus. Da hast du einen schönen Bohr. Sie sind alle gleich viel wert. Warte. Du hast eine Lanze. Nicht sehr groß, aber dieser Streit kommt. Nee, Keule brauche ich nicht. Der Schild besteht aus Bronze und Leder. Schützt dich gut. Einige Waffen prallen sogar davon ab. Hast du nicht irgendwas für mich? Das wollte ich haben. Dieser Bogen. Vielen Dank, mein Freund. Der Bogen gehört mir. Bogen der Bitterkeit. 15 von 15. Den jetzt zerlegen wir hier kurz. Perfekt. Sehr geil. So, Sichelaxt. Wahrscheinlich kann ich jetzt das andere nicht noch machen, ne? Level 5 und ein Fähigkeitspunkt. Warte mal. Luftangriff. Kann ich? Theoretisch, Fernangriff. Parieren. Krieger. Wir nehmen das Meditieren. So. Gut.
So, jetzt gucke ich gerade, dass wir ja... Wir sind jetzt theoretisch Level 5. Haben wir doch eigentlich Nebenquests? Ne, gerade so offen. Genau, ich hätte hier lange und töte Hauptmann, Schatzplündern, haben wir gemacht. Ich glaube, da könnte das sein, dass es... Die Frage ist, ist das jetzt wirklich nur das, deswegen? Ah, wie immer. Okay. Warte mal kurz. Ich will das kurz hier mal noch schnell machen. Die Statue war ja zerstört. Bajek ist zurück in Siva. So ist es. Ich will noch kurz den Turm hier machen. Ach, guck mal, unsere Hütte. Ein solider Brustschutz. Das wird helfen. Okay. Da auch? Ja, da ist es. Okay. Wieder ganz kurz hier hoch eben. Oh, das war keine Absicht. Wollen das ganze Ding mal hier synchronisieren, damit wir einen Schnellreisepunkt haben, dass sie war. Boah, schöne Aussicht. Ich spiele mit der PlayStation 5 Version. Und wir nehmen 20 Erfahrungspunkte natürlich gerne mit. Und jetzt können wir tatsächlich dann auch endlich die Stufe 5, beziehungsweise das Ding angehen. Und dann wären wir mit einem Schlag auf Stufe 6. Gut. In der nächsten Episode finden und töten wir Medunamund.